ersten 3er, 5er, 6er und 7er Baureihe von BMW gewesen. Hier haben wir also den ersten 5er. Sie sind alt, aber keineswegs eingerostet. Auf dem Marktplatz in Hanau starteten über 50 Oldtimer in Richtung Frankreich. Veranstalter ist der AVD, der Automobilclub von Deutschland, mit dem ja der Motorsport in Deutschland begonnen hat. Er hat 1904 den Cook Gordon Bennett als erstes internationales Rennen geholt. In Zweierteams präsentierten sich die Fahrer in ihren Wagen. Neben älteren Baujahren fahren auch neue Wagen die 1700 Kilometer lange Strecke nach Monte Carlo. Trotz eisiger Temperaturen unter 0 Grad machten sich die meisten Fahrer keine Sorgen um ihre Oldtimer. Wir sind gut ausgerüstet, gut vorbereitet, die Rallye ist gut organisiert. Das ist ein recht modernes Auto schon. Wir haben vernünftige Winterreifen drauf, wir haben Ketten dabei. Sehen wir ganz locker. Rund 4 Tage wird es dauern, bis die Fahrer ihr Ziel erreicht haben. Wir wollten also immer mal eine Winterrallye fahren. Da war die Monte eigentlich noch gar nicht Thema. Dann haben wir irgendwann im Sommer, hatten wir irgendwo im Internet was gelesen, Pisto Monte und so weiter. Und dass diese Rallye sogar ja, bis Baujahr 90 ausschreibt. Dann sag ich mir, so ein Auto haben wir doch irgendwo noch im Keller stehen. Und dann war für uns klar, wir wollen die Monte fahren. Wir wollen ein bisschen was erleben, schon den Gegend genießen, schönes Wetter und freuen uns von Hanau dann durch den Schwarzwald nach Frankreich zu fahren. Brüssel nach Benin in Afrika und diese Ente mit nur 28 PS.